Na, wenn das mal nicht nice ist, ha? Huh? Gut. Gott, Robert. Immer wieder. Oh, ich sehe Sterne. Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Diesmal so ein bisschen einfach voll persönlich. Und wie ihr seht, habe ich mir hier in meinem Van ein kleines Studio eingerichtet. Ich habe mir diese schöne Lampe hier besorgt, die ihr gerade schon gesehen habt. Das ist das Aperture M9. Selbstbezahlte Werbung. keine Ahnung. Ich sag's am liebsten einfach mal dazu, dann spare ich mir dieses Dauerwerbesendungsgedöns. Wie gesagt, das ist so ein kleines LED-Licht, hat 9 LEDs. Keine Ahnung, man sieht es ja irgendwie gefühlt überall bei allen möglichen YouTubern, wird dieses Licht vorgestellt, keine Ahnung. Ob das einfach nur eine Influencer-Strategie ist oder ob es tatsächlich einfach so geil ist. Ich muss sagen, das, was alle sagen, nämlich, dass es klein und handlich ist und eigentlich ganz nice aussieht und super hell ist, kann ich soweit bestätigen. Ja, und irgendwie habe ich den Hang dazu, immer wieder reinzugucken. Naja. Wie dem auch sei, wozu das Ganze eigentlich, bevor ich hier schon wieder 10.000 Stunden laber. Genau, und zwar folgendes. Ich habe mir überlegt, weil ich bin ja immer irgendwie am Überlegen, was ich mit meinem Kanal hier so anstellen soll, dass ich vielleicht jetzt, wo ich hier in Kanada bin und einfach 2019 generell, ich einfach mal so ein bisschen mehr so Real Talk Videos vielleicht auch reinbringen soll. Wo ich einfach so ein bisschen authentischer einfach erzähle, was vielleicht passiert ist oder auch mal irgendwo Momente einfach aufnehme, wenn ich gerade irgendwie einfach ein bisschen abgefuckt bin. Weil halt ja doch nicht immer alles so rosig ist, wie es eigentlich normalerweise natürlich immer irgendwie aussieht, ne? Wenn man coole Bilder von coolen Locations postet und so. Und vielleicht irgendwie Videos mit einer Story, die irgendwie motivierend sein soll, postet. Gibt's natürlich auch ziemlich viele abgefuckte Momente. Gerade wenn man alleine reist und es gibt auch sehr viele Einsamkeitsmomente und eigentlich ist es ja vielleicht auch mal ein bisschen gut, wenn man das auch irgendwie mal zeigt, einfach damit so ein komplettes Bild irgendwie entsteht und nicht so eine verzerrte Wahrnehmung. Wie dem auch sei, schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, ob ihr das irgendwie gut findet, wenn ich so ein bisschen ganz normale Lava-Videos mache oder ob es cooler ist, wenn ich mich rein auf das Cinematische beschränke. Ich bin da irgendwie so ein bisschen unsicher, wie ich das Ganze angehen soll und was ihr irgendwie am coolsten finden würdet. Generell, wie ich den Kanal einfach so ein bisschen ausbauen soll. Deswegen einfach mal so ein Versuch. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, einfach weil es auch ein bisschen authentischer ist und irgendwie ein bisschen persönlicher und man da irgendwie vielleicht besser noch auch in den Austausch kommt. Keine Ahnung. Ja. Außerdem ist es für mich nicht so schwierig zu produzieren. Und damit komme ich vielleicht besser in so eine Routine irgendwie rein, wie dem auch sei. Ja. Genau. Das war's. Ach so. Und wenn ihr irgendwie auch noch andere Videos vielleicht haben wollt, schreibt das auch mal unten in die Kommentare rein. Ich habe mir schon seit Ewigkeiten eigentlich vorgenommen, mal ein Video zu machen, wie ich mit meiner Nikon filme, weil da jetzt auch schon mehrfach die Rückfrage kam. Ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt noch machen soll. Ich glaube, ich mach's schon. Ich habe ja jetzt auch hier meine Drohne, mit der kann ich theoretisch dann auch filmen, wie ich die Kamera in der Hand habe und wie ich dann vielleicht die Einstellung mache. Ich hätte das auch mit meinem Handy machen können, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Handyfilmer. Ich bin da mit der Qualität nie zufrieden. Man kann das bestimmt irgendwie hinkriegen, aber ich bin da ehrlich gesagt nicht so super motiviert, mich da reinzufuchsen, keine Ahnung. Da nehme ich lieber Kameras, mit denen das leichter geht, wo ich irgendwie mehr Ahnung von habe, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, lasst einfach mal ein bisschen Feedback da, wie ihr das so findet hier in meinem Van, ob ich so ein bisschen erzählen soll, wie oft man so was machen soll, ob ich das irgendwie einmal die Woche machen soll oder einfach irgendwie, wenn es gerade passt. Ja. Und ansonsten freue ich mich einfach, dass ihr noch am Start seid, dass ihr immer so fleißig und rege kommentiert, sowohl hier als auch drüben bei Instagram. Ja,
Und ich bin gespannt, was die Reise noch so bringt. Insofern, schön, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal in meinem schönen Van Olaf. Olaf und ich sagen tschüss. Ich habe leider keinen Hut zum... Denkt euch einfach den. Okay? Bis dann.